Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 556. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute aus Immanuel Kant vor, Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es ein Gedicht von Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Heute ist eine gerade Folge 556, das heißt, ich mache mich gerade und es gibt einen Haltungsblock. Wenn ihr nicht wisst, was der Haltungsblock ist, hört euch Episode 542 an, da erkläre ich das. Und ja, wenn ihr keine Lust habt auf etwas, was euch aufregen könntet, überspringt dieses Kapitel, benutzt einen Podcast-Player, der Kapitelmarken unterstützt und springt direkt zum Thema der heutigen Sendung. Das wird übrigens Karriere sein, so wie gewünscht in den Themenvorschlägen auf Discord. So, der heutige Haltungsblock. Da möchte ich über Sommerinterviews sprechen mit Faschisten und es geht mal wieder um die AfD. Aber eigentlich geht es um Medienversagen und das ist ja etwas, was auch Faschisten den Medien immer wieder vorwerfen. Also Lügenpresse ist ja ein Begriff, der Pegida und AfD, der von denen intensiv benutzt wird. Ich meine es anders. Ich finde, dass die öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch die vielen Zeitschriften und Zeitungen nicht besonders sinnvoll mit AfD-Politikern und anderen Rechtsaußen umgehen. Denn die glauben, wenn man sie irgendwie inhaltlich stellt oder irgendwie ihre populistischen Positionen irgendwie bloßstellt, dass man sie dadurch entzaubern könnte und dass dann die Leute diese Populisten halt nicht mehr wählen. Und das funktioniert so nicht. Erstens natürlich, weil sie gerade wegen dieser populistischen Position gewählt werden. Und zweitens haben die Leute in der AfD einen Trick entwickelt, mit dem sie dieses Bloßstellen ganz einfach aushebeln können. Und der ist ganz einfach. Also die Methode, und das ist das, was ich den Medien vorwerfe. Es wird immer wieder versucht, irgendwie inhaltlich zu hinterfragen, ob das denn gut ist, was die vorschlagen oder so. Und das ist eigentlich völlig irrelevant. Denn was die AfD vorschlägt, das ist ja nicht das, was sie tun werden. Also es ist ziemlich klar, dass sie versuchen werden, die Demokratie abzuschaffen, so wie es auch die anderen Rechtspopulisten in Ungarn, in den USA und überall versuchen, durch Einschränken der öffentlichen Berichterstattung, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, die Gerichte werden gleich geschaltet, die Polizei wird als Mittel der Unterdrückung genutzt, Demonstrationen werden unterbunden und so weiter und so fort. Das wird halt alles passieren, wenn die AfD an die Macht kommt. Das sagen sie aber so natürlich nicht. Das steht halt dahinter, hinter diesem faschistischen Gedanken. Was sie stattdessen sagen, ist tatsächlich völlig irrelevant, weil darauf kann man sich eh nicht verlassen. Die biegen ja auch ihre Meinung immer so hin, oder das, was sie sagen, biegen sie so hin, sodass sie halt genau ihre populistische Wählerschaft korrekt ansprechen. Also anfangs von Corona haben sie sich aufgeregt, warum die Regierung so wenig gegen Corona tut, so wenig schützt. Dann hat die Regierung geschützt und dann hat die AfD einen 180-Grad-Schwenk gemacht und sich aufgeregt, dass so viel geschützt wird. So. Und das ist ein Beispiel von vielen, wo diese Wendehalsigkeit irgendwie klar wird. Und in diesen Sommerinterviews, die ich anfangs angesprochen habe, geht es nicht darum, deren Haltung zu zeigen oder so. Und die Interviewer, also die Redakteure, die Journalisten fallen halt drauf rein und versuchen irgendwie Inhalte rauszufinden oder festzunageln. Ja, darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum, die wirkungsvollsten Lügen zu erzählen, um um Leute aufzuscheuchen. Und das ist halt eine andere Methode. Also da hilft es halt dann auch gar nicht, wenn man nach Inhalten fragt und so. Also es müsste halt viel eher, entweder müssten die Lügen bloßgestellt werden. Das passiert leider immer erst im Nachgang. Also es gibt dann im Nachgang einen Faktencheck und der Faktencheck wird dann irgendwie auf der Webseite von ARD, ZDF, keine Ahnung was, veröffentlicht. Es ist ja auch ganz gut, dass es den gibt. Den sieht nur keiner. Ne? Und was halt bleibt, ist die Live-Sendung oder halt die Sendung, die im Fernsehen ausgestrahlt worden ist und dann irgendwie Leute erreicht hat. Und was noch viel mehr bleibt, sind die Ausschnitte daraus, die dann
auf Social Media irgendwie zeigen, wie toll die AfD-Politiker sind, wie klar sie ihre Meinung sagen können, wie fies vielleicht die journalistischen Fragen sind. Und das bleibt, die werden dann verbreitet und diese Sommerinterviews, wo die AfD-Politiker inhaltlich gestellt werden sollen, die helfen denen halt nur. Also ausschließlich, das hält niemanden davon ab, AfD zu wählen, dass die in diesen Sommerinterviews sind, sondern das eher trägt zur Normalisierung bei und liefert denen Munition für den Kampf gegen die Demokratie. Deswegen finde ich die scheiße. Was könnte man stattdessen machen? Man könnte natürlich während des Gesprächs im Hintergrund einen Faktencheck machen. Das wäre aufwendig und teuer, aber dann könnte der Journalist direkt nach der Antwort sagen, Entschuldigung, das war gelogen, hier lügen Sie. Und was eigentlich noch viel wichtiger wäre, meiner Ansicht nach, um diesen Leuten den Wind aus den Segeln zu nehmen, ist mit denen gar nicht über Inhalte zu reden, sondern wenn dann überhaupt über die Methode. Dass sie halt nämlich genau dorthin kommen, um zu lügen, um Leute aufzustacheln, um genau an der Grenze des Sagbaren rumzureiten, bis diese Grenze des Sagbaren immer so leicht überschritten, dann immer weiter verschoben wird, immer weiter nach rechts verschoben wird, um mal den Diskurs zu verschieben, immer wieder zu behaupten, Ausländer seien schuld an allem. Also Ausländer sind ja schuld an Kriminalität, an Wohnungslosigkeit, an Armut und Arbeitslosigkeit. Überall sind die Ausländer schuld dran. Ne? Mal sollen die Ausländer dann irgendwie Zwangsarbeit für 1,50 die Stunde irgendwie verrichten. Andererseits dürfen sie natürlich nicht arbeiten. Also es ist irgendwie die Methode dahinter ist auch vollkommen klar. Es soll halt Angst geschürt werden. Es soll irgendwie, die wollen, dass es Deutschland schlecht geht. Das sagen sie ja sogar auch. Denn je schlechter es Deutschland geht, desto erfolgreicher sind diese rechtspopulistischen Faschoparteien. Genau, aber diese Methode wird nicht dekonstruiert. Und das habe ich ja jetzt auch nur hier in Ansätzen getan. Es wäre mal gut, wenn das jemand täte, der das vielleicht auch besser oder sinnvoller könnte als ich. Das passiert aber nicht. Also ich sehe immer nur inhaltliche Versuche, die irgendwie bloßzustellen, die halt nicht fruchten, die nicht funktionieren. Weil auch nach jeder Lüge wird dann vielleicht einmal kritisch hinterfragt, aber dann geht's weiter. Und das passiert in allen. Ich habe noch kein gutes Interview mit irgendwem von der AfD gesehen. Es wird immer nur versucht, irgendwie sie inhaltlich bloßzustellen oder weiß ich nicht, das klappt halt nicht, weil sie das können. Also die haben das geübt. Wahrscheinlich gibt's da irgendwie Kurse, wie man sich verhalten soll, was man sagen soll, welche Methode am hilfreichsten ist, was man sagen darf, ohne verklagt zu werden. Interessanterweise hat gerade Björn Höcke dafür gerade zwei Verurteilungen bekommen, dass er etwas gesagt hat, was er nicht hätte sagen dürfen. Das hat mich ehrlich gesagt überrascht. Also nicht, dass er faschistische Sachen sagt, sondern dass er sie sagt und sich dabei erwischen lässt. Weil eigentlich sagen sie es immer gerade so, dass sie eben nicht dafür belangt werden können. Deswegen dachte ich, die haben doch schon Kurse. Vielleicht hat Björn Höcke zu lange keinen Kurs belegt, ich weiß nicht. Ja, so, und deswegen sage ich, das ist Medienversagen. Sommerinterviews mit Faschos sollten nur dann geführt werden, wenn ihre Methode zerlegt wird und nicht versucht wird, ihre Inhalte zu zerlegen. Das ist einfach eine Metaebene anders. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Medienlandschaft das nicht möchte, dass sie glauben, mit ihren bestehenden Mitteln weitermachen zu können. Dass so Veränderungen am Format einfach zu schwierig sind. Das funktioniert aber nicht, wenn die Nazis neue Methoden oder, naja, andere Methoden nehmen. Das ist so wie, wenn zwei Mannschaften gegeneinander Fußball spielen und die eine Mannschaft nimmt den Ball halt immer in die Hand und wirft ihn sich zu, während die anderen versuchen, fair irgendwie Fußball zu spielen. Und der Schiedsrichter guckt aber ganz häufig nicht hin und sieht das nicht. So, das ist halt, ja, dann hat man einen methodischen Vorteil und bräuchte mal einen besseren Schiedsrichter. Soweit zum Haltungsblock. Jetzt kommen wir zu dem Thema, das hatte ich vorletzte Episode schon erwähnt. Da hatte ich den Themenvorschläge
Channel auf dem Discord-Server mik.fm/discord-discord angesprochen. Und eine Hörerin oder ein Hörer, ich weiß nicht mehr, hatte sich das Thema Karriere gewünscht. Und das ist in der Tat ein interessantes Thema, weil es eben so vielschichtig ist und auch so kulturell interessant. Denn Karriere spielt in unterschiedlichen kulturellen Gegenden eine ganz unterschiedliche Rolle. Also was ist denn eigentlich Karriere? Da bitte sich doch an, erstmal die Definition von Wikipedia vorzulesen. Ich bin hier beim Wikipedia-Artikel vom 9. Juli 2024 ganz aktuell bearbeitet. Da bietet sich das ja jetzt sogar mal an, zu gucken, was wurde denn da bearbeitet. Wo kann man denn hier mal also Karriere auf Wikipedia. Dieser Artikel befasst sich mit der beruflichen Karriere. Für andere Bedeutung der siehe Karrierebegriffserklärung. Was gibt's denn noch? Deutsche Wirtschaftszeitung. Der gestreckte Galopp eines Pferdes. Siehe Pferdegangart Galopp. Na gut, es gibt noch einen Internetanbieter. Karrierebezeichnung, Zeitschriften, Filmtitel. Nein, ich meine tatsächlich die berufliche Laufbahn. Wo kann ich denn hier da Versionsgeschichte? Mal gucken, was hat denn hier Wikipedia gemacht? Automatische Sichtungen. Da hier andere Belege entstehen, ersatzlos entfernt. Also keine aufregenden Änderungen in der letzten Zeit. Deswegen glaube ich einfach mal, dass der aktuelle Stand vom 9. Juli 24, 11 und 19 gerade nicht von irgendwelchen Trollen wild bearbeitet wird. Die Karriere oder berufliche Laufbahn von Französisch Carrière ist die persönliche Laufbahn eines Menschen in seinem Berufsleben. In der betrieblichen Personalarbeit versteht man unter Karriere jede betriebliche Stellenfolge einer Person im betrieblichen Stellengefüge. Seit den 1990er Jahren wird in der Karriereforschung davon ausgegangen, dass Karrieren verstärkt, wenn nicht sogar überwiegend, jenseits organisationaler Grenzen stattfinden. Was bedeutet das denn? Umgangssprachlich bezeichnet der Begriff in der Regel einen beruflichen Aufstieg, einen Weg nach oben. Das heißt, der Begriff Karriere wird häufig verbunden mit Veränderungen der Qualifikationen und Dienststellung sowie einem wirtschaftlichen oder sozialen Aufstieg. Ja, Karriereleiter sagt man ja auch, also Aufstieg. Genau, da könnte man noch hinzufügen, dass eine Musikerkarriere zum Beispiel, da geht es nicht um Aufstieg, sondern geht es einfach um das Erlangen von mehr Popularität, Aufmerksamkeit. Da wird man ja kein anderer Musiker dadurch, sondern man wird einfach berühmter und erfolgreicher. Es hat also auch was mit Erfolg zu tun. So, und dann gibt es verschiedene Verständnisse davon, was an einer Karriere eigentlich wichtig ist oder gut ist. Und das ist sehr persönlich, ehrlich gesagt, und sehr unterschiedlich. Ich glaube, ich habe in meiner Karriere, also ich werde ja dieses Jahr 50 Jahre alt, ich kann schon über meine Karriere sprechen, einige Entscheidungen getroffen, die eher untypisch waren für die Karrierepfade von so den typischen IT-Leuten, die ich so kenne. Vielleicht habe ich deswegen auch noch nicht so viel Karriere gemacht, in Anführungsstrichen. aber ich kann ja mal meinen Werdegang erzählen, meinen Lebenslauf vorstellen. Also ich habe nach dem Abitur 1994 am Gymnasium Tostedt habe ich Informatik studiert. Und das war Zufall. Ich hatte mich bei der ZVS, Zentralen Vergabestelle für Studienplätze, beworben auf Physik, Mathe und Informatik, weil ich nach meinem Abi tatsächlich nicht genau wusste, was ich denn eigentlich studieren würde. Diese drei Fächer haben mich interessiert. Ich hatte Mathe-Leistungskurs und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte in der 12. Klasse einen schriftlichen Schnitt von 14 Punkten, also eine glatte 1. Und das fühlte sich gut an. Es fühlte sich so an, als ob ich Mathe ganz gut hinkriege und keine inhaltlichen Probleme damit habe. Physik hatte mich dann
hatte ich nicht mal als Kurs. Ich hatte Bio noch als Leistungskurs und irgendwie war Physik dann nicht mehr mit dabei, glaube ich. Zumindest nicht in der 13. Klasse. Ich weiß es nicht mehr. Aber das Fach an sich hat mir halt Spaß gemacht. Also ich fand immer physikalische Vorgehensweisen, physikalische Wissenschaft fand ich immer toll. Vielleicht bin ich deswegen so großer Fan von methodisch inkorrekt. Bin korrekt im Podcast von zwei Physikern. Schöne Grüße an dieser Stelle. Höre ich wirklich immer noch gerne. Und ja, es ist dann halt durch Zufall, habe ich eine Zusage für Informatik bekommen. Von Mathe und Physik habe ich dann noch gar nichts mehr gehört. Ich glaube, die haben das einfach ausgesucht für mich. Mach mal lieber Informatik. Habe das dann in Hamburg studiert, an der Universität. Und das war noch der alte Diplom-Studiengang, also noch nicht Bachelor und Master. Da habe ich dann später, nach meinem Diplom, bin ich an der Uni geblieben. Mein Prof damals hatte mich überredet, als wissenschaftlicher Mitarbeiter einzusteigen, eine Doktorarbeit zu schreiben. Was heißt überredet? Er hat mir gesagt, hey, er könnte sich vorstellen, dass das passt, er könnte demnächst eine Stelle ausschreiben und er würde sich freuen, wenn ich mich bewerbe. Er konnte mir natürlich gar nicht versprechen, dass ich die Stelle dann bekomme. Aber genau, das hat dann geklappt. Das war 2001. Habe ich meine Diplomarbeit fertig gehabt, mein Diplom in der Tasche gehabt und die Diplomarbeit habe ich halt im Bereich verteilte Systeme der Informatik in der Uni Hamburg geschrieben, bei Professor Lamersdorf, einem seiner wissenschaftlichen Mitarbeiter, Marco Boker, der ist mittlerweile Professor in Konstanz. Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt, irgendwo in Süddeutschland, im weiten Süden. Ja. Und genau, dann bin ich da geblieben und habe meine Doktorarbeit geschrieben. Und schon das war untypisch, weil zu der Zeit, das war noch vor dem Platzen der ersten großen Internetbubble. Also von meinen Studienkollegen haben einige sogar ihr Studium abgebrochen. Andere sind dann schnurstracks nach dem Diplom in die Wirtschaft, weil dort gerade sehr viel Geld war, weil man sehr schnell Jobs bekommen hat. Eigentlich musste man nur die Buchstaben HTML buchstabieren können und hat einen Job als Webentwickler bekommen. Das waren so die goldenen Zeiten damals. Ein Goldrausch, der aber dann ja, wann ist die Dotcom-Bubble geplatzt? 2002, 2003, ich weiß gar nicht mehr. Doch dann schnell vorbei war. Und zu dem Zeitpunkt war ich dann ganz glücklich, dass ich mich entschieden hatte, an der Uni zu bleiben. Ich hatte damals noch keine Familie, als ich das entschieden habe, keine Kinder, keine wirtschaftlichen Verpflichtungen, so dass ich mir das erlauben konnte mit dem deutlich geringeren Gehalt an der Uni, verglichen zu den damaligen Gehältern, die man in der Wirtschaft verdienen konnte, vor dem Platzen der Dotcom-Bubble, dann damit irgendwie auszukommen. Ja, und als es dann geplatzt war, war ich froh, dass ich da quasi den sicheren Weg gewählt hatte. An der Uni bin ich nicht rausgeflogen, erst nach 3 Jahren lief mein Vertrag aus. Der wurde dann um ein Jahr verlängert, weil ich noch nicht fertig war und nochmal verlängern wollte. Und im 4. Jahr wurde mir dann gesagt, die Lage ist schwierig. Es sieht schlecht aus für deine Verlängerung. Schreib mal lieber schnell deine Diplomarbeit fertig. Doktorarbeit. Und das habe ich dann gemacht. Gas gegeben. Und bin dann zufällig an der U-Bahn auf einen ehemaligen Uni-Kollegen gestoßen, Frank, liebe Grüße, dem ich das erzählt habe, dass ich da gerade im Stress bin und das jetzt fertig machen muss und meine Stelle wohl nicht verlängert wird. Der hat dann gesagt, ja, komm doch zu uns. Wir können immer gute Leute gebrauchen. Und so bin ich dann zu einem Job gekommen nach der Uni, ohne mich überhaupt großartig zu bewerben. Also die haben dann mich eingeladen, ein Vorstellungsgespräch. Und das passte auf Anhieb sehr, sehr gut. Meine erste Firma war dann also Comedia, eine Firma, die ein Content-Management-System herstellt, auch immer noch, gibt es auch immer noch in Hamburg, 150, 200 Mitarbeiter immer so. Und ausgelegt auf Enterprise-Content-Management-Systeme, also große Redaktionen, und wenig Kunden. Also es ist jetzt nicht so vergleichbar mit irgendwelchen Open-Source-Content-Management-Systemen oder WordPress oder so, sondern das ist halt darauf ausgelegt, dass viele, viele Redakteure gleichzeitig an den Inhalten von einer Webseite, einem Internetportal, wird auch viel in Intranets eingesetzt und so.
weil dann eben auch Workflows in dieser Software abgebildet werden können, Freigabeprozesse und so weiter und so fort. Also eher komplex. Und das hat Spaß gemacht. Es war eine sehr nette Firma, coole Kollegen, da habe ich viel gelernt. Unter anderem, also dort habe ich als Softwareentwickler gearbeitet, habe in Java irgendwelche Backend-Sachen programmiert. Frontend war ich nie besonders gut. Es gab noch eine Zeit, da habe ich irgendwelchen DRM-Kram gemacht. Also als zweites Standbein wollte sich die Firma DRM erschließen und dann haben wir ein Konvertierungstool von dem einen DRM-Format in das andere gebaut für irgendwelche MP3-Songs, die dann auf Handys gekauft werden sollten von Nokia. Ich weiß es nicht, es war ganz abstrus. Ich glaube, das ist auch nie richtig auf den Markt gekommen. Aber da habe ich dann C-Programmierung gemacht. Und das musste auch auf eine ganz bestimmte Weise programmiert werden, weil das von einem Obfuscator dann auch noch irgendwie so versteckt werden sollte, dass man das nicht irgendwie per Reverse Engineering wieder knacken kann, diese Digital Rights Management-Geschichten. Das war aber nur ein ganz kurzer Teil meiner Karriere. War interessant, aber auch irgendwie ganz schön schräg. So. Dadurch, dass die Firma so klein war, hatte ich aber die Chancen, dann eben auch mal in andere Bereiche reinzugucken. Also ich habe dann auch mich ganz gut verstanden mit dem Marketingchef. Schöne Grüße an Wilms. Und habe dann da ein bisschen mitgearbeitet. Wir haben meine ersten Scrum-Schulungen hatte ich dort bekommen. Also wir haben Scrum eingeführt. Dann habe ich die Product Owner Rolle kennengelernt und das fand ich dann ganz spannend. Ich habe auch relativ bald gemerkt, dass ich nicht der beste Entwickler bin. Also ich konnte Software entwickeln, ich war auch nicht schlecht oder so, aber ich war halt auch keine Leuchte. Und ich habe immer gesehen, die anderen sind da drin alle viel besser als ich. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht sollte ich über eine Karriere Änderung nachdenken und eben nicht als Softwareentwickler weitermachen, sondern in Richtung Product Ownership, Product Management zu schauen. Das ging dann nicht bei Comedia. Ich habe 6 Jahre bei Comedia gearbeitet, wollte dann dort Produktmanager werden. Das hat nicht geklappt. Ich wollte es aber unbedingt sein. Und dann habe ich gesehen, dass die Firma Xing in Hamburg, ein soziales Netzwerk für Berufstätige, hieß ganz früher mal OpenBC. Jetzt heißt die Firma New Work, aber die Plattform heißt immer noch Xing. Genau, da habe ich dann als Produktmanager anfangen können. Die waren ganz überrascht, dass ich Produktmanager sein möchte, weil ich doch vorher gar nicht Produktmanagement gemacht hatte. Und es war ein sehr langer Bewerbungsprozess. Ich musste mit sehr vielen Leuten sprechen und ich habe 1,5 Jahre gedauert. Ich weiß nicht mehr. Es war sehr, sehr lang. Dann gab es da auch noch irgendwie einen neuen Vice President Product, der mich dann erst noch kennenlernen musste und so. Aber letztendlich hat es geklappt und ich habe dann 2 Jahre dort gearbeitet, hatte richtig tolle Produktmanagement-Kollegen, von denen ich sehr viel über Produktmanagement gelernt habe. Und ein Produktmanagement Coach, der mir sehr viel beigebracht hat, und zwar Marty Kagan aus Silicon Valley Product Group heißt seine Firma. Ich weiß gar nicht, wo er eigentlich wohnt, aber der war Produktmanager bei Netscape und bei eBay und hat halt sehr viel Erfahrung gehabt, hat ein Buch geschrieben, Inspired, und arbeitet halt als Produktmanagement-Berater. Und von dem habe ich auch sehr viel gelernt, habe dann Produktmanagement-Kurse noch belegt. Unter anderem bei Jeff Patton, mein Certified Scrum Product Owner Zertifikat habe ich bei einer Schulung bei Jeff Patton bekommen. Das ist der Erfinder von User Story Mapping. Also Story Maps werden sehr viel eingesetzt im Produktmanagement mittlerweile. Sehr cooler Typ, ganz, ganz angenehmer Mensch. Hat richtig Spaß gemacht mit ihm die Schulung, sehr viel gelernt. Ja, genau. Das war da. Und nach 2 Jahren hatte ich dann einen neuen Chef bei Xing. Es ging irgendwie nicht mehr so richtig voran. Ich habe auf einmal nicht mehr so viel gelernt und es war so, der hatte auch dann irgendwie kein Interesse an mir. Und dann habe ich mich irgendwie woanders beworben und habe dem das dann auch gesagt und es war ihm völlig egal. habe ich mich abwerben lassen von einem Freund von mir, der war dort gerade im Management bei BigPoint, eine Browser-Spiele-Firma. Pharma-Rama, glaube ich, und sowas. Irgendwas mit Seefahrern noch, keine Ahnung, irgendwelche Browser-Spiele halt.
Und da habe ich dann noch 2 Jahre, nee, 1,5 Jahre als Produktmanager gearbeitet. Auch gar nicht viel mit Karriere. Aber ich habe mich da nicht so wohl gefühlt. Es war ein sehr schwieriges Arbeitsumfeld. Ich dachte vorher, ja, Spieleindustrie ist ja witzig. Ich bin ja selber Spieler und spiele total gerne. Aber die Spieleindustrie ist halt ganz schön hart. Und da muss man also richtig unbedingt in der Spieleindustrie arbeiten wollen, um das irgendwie gut hinzukriegen, glaube ich. Und so schlimm war es dann nicht. Und dann habe ich gedacht, ich möchte da wieder weg. Hatte schon vorher irgendwie Kontakt aufgenommen zu Adobe. Und ja, die haben mich dann eingestellt als Agile Coach. Also noch wieder eine andere Rolle. Die haben halt gesagt, hey Tobi, du kannst das mit dem Agil. Du hast das jetzt als Entwickler bei Comedia gemacht, als Produktmanager bei Xing und bei BigPoint. Und wir brauchen genau die Expertise. Kannst du uns dabei helfen, agiler zu werden in einer der Gruppen? Und das fand ich spannend. Das habe ich dann gemacht. Und das war karrieretechnisch dann auch schon wieder ein interessanter Seitenschritt, weil ich eben nicht Karriere gemacht habe nach oben, sondern Karriere zur Seite. Also es war eher so die Karriereleiter nochmal runtergehen, Leiter nach links schieben und wieder ein Stück hochgehen. Und habe das dann dort gemacht. Und das war sehr bereichernd. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann ja auch schon sowas wie 9 oder 10 Jahre Berufserfahrung. Ja, nee, eher so 7. Wie komme ich denn jetzt auf 9? Also 6 Jahre Comedia von 2005 bis 2010, dann bis 2012 bei Xing und dann bis 2014 bei BigPoint. Ja, also 9 Jahre tatsächlich. Wobei ich natürlich auch an der Uni 4 Jahre gearbeitet habe, also schon 13 Jahre Berufserfahrung. Und in der Zeit sollte man ja irgendwie Karriere gemacht haben, wenn man das so traditionell betrachtet. War aber irgendwie nicht und ich fand das auch gut, ehrlich gesagt. Also finanziell ging es mir damals schon nicht ganz schlecht. So, ich hatte genügend Geld. Wir hatten 2005 dieses Haus hier gebaut, bauen können, weil wir sehr viel Glück gehabt haben mit dem Grundstück, das wir erben konnten. Und ja, das also, da waren wir privilegiert genug, um eben nicht auch Karriere machen zu müssen. Und da war ich bei Adobe und mein Chef dort, Fabian, ganz liebe Grüße, ist bis heute der beste Chef, den ich jemals gehabt habe. Denn Fabian konnte ich ganz klar sagen, hey, Karriere ist mir tatsächlich nicht so wichtig. Mir ist viel, viel wichtiger, dass ich das Gefühl haben kann, etwas Sinnvolles zu tun und auch etwas für mich zu lernen. Und das ja, war dann irgendwie eine ganz gute Abmachung, dass er mir sehr viel Freiraum gegeben hat. Er war der erste Chef, den ich hatte, der dann auch anerkannt hat, dass ich Erfahrungen habe, die er nicht hat und dass er quasi was von mir lernen kann. Es war dann häufig genug so, dass Chefs dann immer dachten, teilweise auch zu Recht bei mir, dass sie mir was beibringen mussten oder dass sie halt irgendwie eigentlich besser sind als ich in dem, was ich tue. Und Fabian hat mir halt so gezeigt, so ja, nee, du kannst das besser, was du machst, als ich. Und ich möchte das übrigens auch von dir lernen, aber das ist ja eh auch dein Job. Und mein Job ist ein anderer, nämlich deine Arbeit zu koordinieren und dafür zu achten, darauf zu achten, dass du an der richtigen Stelle eingesetzt bist. Und das hat super funktioniert. Und da bin ich Fabian immer noch sehr dankbar. Erstens, dass er mich zu Adobe gelotst hat, mir die Chance da gegeben hat und eben auch diese Erfahrung zu sammeln, wie es ist, mit einem guten Chef zusammenzuarbeiten. Ja, das war toll. Er hat mich dann tatsächlich auch befördert, ohne dass ich danach gefragt hatte. Ich hatte ihn auch immer gesagt, so, Beförderungen sind mir nicht wichtig. Gehört ja aber auch mit dazu. So, und dann war ich, also meine Rollenbeschreibung war übrigens Programmmanager, weil es die Rollenbeschreibung Agile Coach gar nicht gab in dem Gefüge von Adobe. Und also die Stellenbeschreibung gab es einfach nicht in dem System. Sondern da war ich Senior Programmmanager und es war eigentlich alles gut. Und dann ergab sich noch wieder die nächste Gelegenheit, die Karriere zu wechseln. Und zwar war eine Stelle frei als Engineering Manager, also als Manager von Engineers, also Personalverantwortung für Entwickler.
Und das fand ich auch immer schon mal interessant. Als Agile Coach ist man ja da, um Teams bei ihrer Weiterentwicklung zu helfen und darin zu unterstützen, als Team irgendwie besser zu werden. Und als Engineering Manager oder als People Manager im Allgemeinen ist man dazu da, den Individuen dabei zu helfen, weiterzukommen und sich zu entwickeln, wenn sie sich denn entwickeln wollen, und einen besseren Job zu machen. Und das fand ich eine interessante Perspektive auf das, was ich eh schon in Teilen gemacht habe. Und mein großer Vorteil war, das war halt in der gleichen Gruppe. Das heißt, ich kannte alle Beteiligten, ich kannte alle, die dann an mich berichten würden. Ich konnte mit denen darüber sprechen, ob sie das überhaupt möchten, ob sie mich als Manager respektieren würden. Obwohl ich ja jetzt dann auch schon wieder relativ lange gar nicht Programmierer war. Also ich habe halt 6 Jahre als Programmierer gearbeitet und auch im Studium viel programmiert. Aber die Zeit bei Xing und BigPoint und als Agile Coach, das waren dann ja auch schon 6 Jahre insgesamt, habe ich halt nicht programmiert. Auch meine letzte Zeit als bei Core Media habe ich nicht besonders viel programmiert. Ich hatte dann, wie gesagt, den Ausflug ins Marketing. Ich hatte einen sehr spannenden Ausflug ins Partnermanagement bei Core Media, weil Core Media mit sehr vielen Partnerfirmen zusammengearbeitet habe, die dann irgendwie Anpassungen unserer Software für Kunden mitgemacht haben. Und diese vielen Partnerfirmen, die vielen Beteiligten, die mussten ja auch irgendwie gemanagt werden. Hatten wir so ein Contributions-System ausgedacht und da haben wir mit 2, 3 Leuten was gemacht und ich konnte das dann irgendwie, ja, leiten, das Team und oder auch nicht. Und also es waren so verschiedenste Sachen, die ich da gemacht hatte. Auch nicht unbedingt nur Programmierung. Ganz am Ende habe ich nochmal wieder programmiert bei Comedia. Dann hatte ich auch das Feedback bekommen von einem Kollegen damals, dass er das total toll findet, dass ich quasi wieder zurück ins Glied trete und nicht irgendwie jetzt Managementpositionen anstrebe, sondern dann wieder programmiere. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, was er meinte. Dass das irgendwie ein Rückschritt wäre oder so. Das war halt, ja, das ist das, was jetzt gemacht werden muss, also mache ich das. Genau. So, also Schritt ins People Management bei Adobe dann als Engineering Manager. Und das war tatsächlich karrieretechnisch ein Rückschritt. Also ich war dann eben nicht mehr Senior, sondern Engineering Manager ohne Senior. Und ich habe es trotzdem gemacht, weil ich es halt gerne machen wollte. Und das war auch eine sehr glückliche Entscheidung, denn ein Dreivierteljahr später wurde die Stelle als Engineering Manager in meinem jetzigen Team frei bei Lightroom. Und das war ein absoluter Traumjob für mich, an einem Produkt zu arbeiten, das ich selber schon benutzt habe, bevor ich in der Firma war. Lightroom ist halt eine Software zum Verwalten und Bearbeiten von Fotos. Ich bin begeisterter Hobbyfotograf, wie ihr alle wisst, und an dem Produkt mitzuarbeiten, das ich selber schon benutzt habe, war ein Traum. Und dann bin ich da Engineering Manager für Lightroom iOS geworden in Hamburg. Zeitgleich wurde das Team in die USA expandiert. Und das hat super funktioniert. Und tatsächlich habe ich die Stelle dann bekommen. Also gab es natürlich viele Bewerber auf die Stelle, auch intern. Und ich habe sie dann bekommen, weil ich genau diese Erfahrung hatte, die ich hatte. Also weil ich durchaus schon mal Entwickler war, aber weil ich auch die Rolle Produktmanager kenne. Und auch weil ich Agile Coach war und das Ganze mit Agile und Scrum und so ganz gut verstanden hatte. Also dieser ganze wilde Karriereweg, den ich hatte, mal links gucken, mal rechts gucken, überall was lernen, das hat meinem jetzigen neuen Chef so gut gefallen, gesagt so, hey, genau, die Skills hätte ich gerne in meinem Team, kommen dazu. So, und das ist mega gut. Da fühle ich mich richtig wohl und tatsächlich helfen mir die Skills auch ganz gut. Wir sind eine relativ kleine Gruppe in Hamburg und mein Chef und viele andere, mit denen ich zusammenarbeite, sitzen in den USA. Das heißt, die sind relativ weit weg. Wir haben natürlich engen Kontakt über E-Mail und Slack und Videokonferenzen und alles Mögliche. Aber trotzdem können wir viele Sachen in Hamburg auch halbwegs autark machen und das macht sehr viel Spaß. Also mir macht das Produkt sehr viel Spaß, mir macht die Entwicklung daran sehr viel Spaß, das Team ist fantastisch und ich bin jetzt quasi hoffentlich am Ende meiner Karriere angekommen, ehrlich gesagt. Ich möchte da nicht mehr weg. Also das ist irgendwie
sehr geil, da zu arbeiten. Es kann natürlich alles Mögliche sich verändern. Vielleicht ergibt sich nochmal was ganz anderes. Aber ich habe jetzt gar nicht mehr das Bedürfnis, irgendwas zu ändern. Und ich bin ja jetzt auch tatsächlich schon 5 Jahre in genau dieser Rolle. Ich war noch nie so lange in einer Rolle wie jetzt als Engineering Manager für Lightroom iOS. Das ist auch ein gutes Zeichen. Aber man wird ja auch älter, man muss nicht mehr so viel Veränderung machen, glaube ich. So, ich glaube, ich sollte mal erklären, wie Karriere bei Adobe funktioniert, weil das auch ganz interessant ist. Und das ist in vielen anderen, insbesondere größeren Firmen, wahrscheinlich auch ähnlich. Und zwar gibt es bei Adobe verschiedene Karrierepfade und so Jobcodes, also Stellen, Codes, was, ja, Code ist ja auch, wird ja auch in Deutschland benutzt. So, und für jede Jobbeschreibung gibt es dann irgendwie halt einen Stellencode. Für Entwickler ist das ESDP. Engineering Software, weiß ich nicht. Programmer? Ich habe keine Ahnung, wofür diese Abkürzung steht. Ist ja auch egal. Irgendwo versteht sie. So, und dann, wenn man halt als Softwareentwickler bei Adobe arbeitet, ist man auf diesem Pfad und dann gibt es da unterschiedliche Karrierestufen. Hinten eine 10 noch dran geschrieben ist dann die Einstiegsstufe. Also wenn man direkt nach dem Bachelor anfängt bei Adobe zu arbeiten, dann ist man STEP 10 als Entwickler. Und früher hieß das dann mal Member of Technical Staff. Heutzutage benutzt man diese Bezeichnung nicht mehr, sondern einfach Software Engineer. Tatsächlich die Bezeichnung, die an einem dran steht im Verzeichnis oder auf der Visitenkarte oder so, das ist auch frei wählbar, ehrlich gesagt. Das kann man dann verhandeln mit seinem Manager, was denn da eigentlich stehen soll. Da kann auch einfach Software Developer oder Software Engineer stehen. Aber entscheidend ist dann letztendlich diese Stufe da hinten. Und dann kann man halt befördert werden, ohne dass sich notwendigerweise richtig die Aufgabe ändert. Also einfach durch mehr Erfahrung, durch mehr Skills, durch vor allem einen weiteren Impact, also einen Einfluss auf die Entwicklung, kann man dann befördert werden. Und das ist dann von Stufe 10 über Stufe 20 zur Stufe 30. Ab Stufe 30 gilt man dann nicht mehr als Einstiegslevel, sondern mittleres Level. Also Stufe 10 und 20 waren früher Member of Technical Staff, heute glaube ich Software Engineer. Auf Stufe 30 werden die meisten dann Computer Scientist genannt. Das ist dann quasi das mittlere Level. Da gibt es dann zwei von. Computer Scientist 2 ist dann halt Level 40. Also STEP 40 ist dann schon die zweite Stufe Computer Scientist. Und dann ab Stufe 50, also STEP 50, ist man dann Senior Computer Scientist. Die Senior-Stelle, das ist schon relativ weit fortgeschritten. Die unterscheiden sich tatsächlich im Wesentlichen dadurch, wie man diese Stelle ausfüllt. Also als Junior Engineer bekommt man halt irgendwie, also Junior sagen wir übrigens nicht, weil das, weiß ich nicht, es gehört sich nicht, passt sich nicht, keine Ahnung, so. Aber als Einsteiger bekommt man halt Aufgaben, kann natürlich vielleicht ein bisschen selber aussuchen, was man sich zutraut. Und dann bekommt man eben auch die Hilfe, diese Aufgaben zu erledigen. Wir arbeiten sowieso generell in Teams, das heißt, niemand muss eine Aufgabe alleine machen. Manchmal passiert das, dass man Aufgaben alleine macht. Das ist dann eher situationsbedingt, aber von einem Einsteiger wird das halt auf gar keinen Fall erwartet. Ab Stufe 30, also Computer Scientist, wird schon mehr Selbstständigkeit erwartet. Es gibt ein Riesendokument, das ist sogar frei zugänglich, nein, innerhalb der Firma als Mitarbeiter kann man das bekommen, wo genau drin steht, was erwartet wird in den unterschiedlichen Stufen für unterschiedliche Bereiche. Also was wird von einem Computer Scientist STEP 30 erwartet im Bereich Programmierung, sollte das und das und das können, im Bereich Architektur, sollte das und das können, im Bereich Teamwork, wie bindet er sich in Teams ein, und so weiter und so fort, im Bereich Planung, im Bereich, weiß nicht, Customer Advocacy, im Bereich
auch menschliches, also Zusammenarbeit, Kollaboration, alles Mögliche. Der entscheidende Faktor ist tatsächlich Impact. Also habe ich mit meiner Arbeit Impact nur auf meinen eigenen kleinen Bereich, dann bist du wahrscheinlich eher im Einstiegsbereich. Wenn ich über meine eigene Gruppe hinaus, also über mein eigenes Scrum-Team oder über, weiß ich nicht, über, wenn ich darüber hinaus Impact habe, im Sinne von, ich arbeite da mit anderen Leuten zusammen, die dann auch was davon haben. Nicht nur ich stelle eine Frage und bekomme eine Antwort, sondern wir arbeiten gemeinsam an einer Lösung für ein übergreifendes Problem. Dann ist man da halt angekommen. Und wenn der Impact noch darüber hinausgeht, also über das eigene Produkt innerhalb der Firma, dann ist man halt ready for Senior Promotion sozusagen. Und die Beförderungen werden dann durchgeführt von dem jeweiligen People Manager. Muss dann entsprechende Schritte einleiten. Es dauert natürlich auch alle seine Zeit. Man kann nicht irgendwie innerhalb von einem Jahr von Level 10 nach Level 50 befördert werden, sondern es wird auch schon erwartet, dass man eine Zeit lang auf einem bestimmten Level arbeitet, um zu zeigen, dass man eigentlich bereits im nächsten Level ist. Ja, so, und so kann man sich dann halt hocharbeiten. Nach Senior gibt es noch Senior 2. Interessanterweise heißt die 55. Ich weiß nicht, warum das. Ich glaube, die wurde nachträglich eingefügt oder so. Und Stufe 60 heißt dann Principal Scientist. Und das ist eine Beförderungsstufe, die ist schon sehr, sehr weit für einen Software-Engineer. Das sind welche, die halt weit Impact über die eigene Gruppe hinaus, auch außerhalb des Produktbereichs. Also wir sind halt im Photography-Produktbereich. Wenn man dann auch noch mit Photoshop oder anderen Teams irgendwie zusammengearbeitet hat und da mitgeholfen hat, so das ist dann der Impact-Bereich, aber da geht es dann natürlich auch darum, dass man Architekturen vorbereitet und kommuniziert und sowas alles. Und das ist tatsächlich vergleichbar mit einem Director. So, und das ist das Schöne bei Adobe, denn es gibt getrennte Beförderungsstufen für Individual Contributors, also Menschen, die einfach quasi ihre Aufgabe machen, und People Manager, also Leute mit Personalverantwortung. So, ich bin People Manager, Engineering Manager, aber man muss nicht unbedingt, um befördert zu werden, irgendwann Manager werden. In vielen Firmen war das früher so, ist glaube ich heute noch in vielen Firmen so, dass der Karrierepfad nach oben eher dann, also wenn man vorankommen will, muss man auch irgendwann Manager werden. Und das ist halt eigentlich ziemlich blöd, weil als People Manager braucht man ganz, ganz andere Skills und Interessen und ja, Fertigkeiten und Erfahrung als Individual Contributor. Und für viele Individual Contributors macht es halt gar keinen Sinn, People Manager zu werden, weil ihnen dafür irgendwas fehlt oder weil sie dann halt auch gar nicht mehr so viel individuell kontributen, sondern sich eher um Koordination kümmern, und dann geht natürlich auch was verloren. Also ich sag meinen besten Entwicklern immer, bitte werdet halt nicht Manager, sondern bleibt auf diesem Individual Contributor Track, weil da kann man es auch sehr weit schaffen. Und die, also die Gehaltsgefüge an jedem dieser Jobcodes, also inklusive Karrierestufe sozusagen, ist ein Gehaltsband dran. Das wird in so einer großen Firma wie Adobe mit 30.000 Mitarbeitern oder so, ich weiß gar nicht genau, wie viele wir gerade sind, wird das natürlich alles ganz genau analysiert. Werden Marktzahlen verglichen, was zahlen andere Leute für einen vergleichbaren Job in einem vergleichbaren Level. Und da müssen wir natürlich konkurrenzfähig sein und dann ähnlich viel zahlen. So, das heißt, wenn man befördert wird, einen höheren Job hat, kriegt man natürlich auch mehr Geld. Und wie gesagt, Step 60, Principal Scientist, ist vergleichbar mit Director. So, und die Karriereleiter für den People Management Bereich, für Software Engineers, sieht so ähnlich aus, ist nur nicht ganz so lang. 10, 20 gibt es, glaube ich, gar nicht. Fängt halt erst bei 30 an, sonst wirst du halt kein People Manager. Und schon SDM 40 ist das dann, Manager Job Code. Ist schon Senior Engineering Manager, also anders als bei den Individual Contributors. Dann gibt es noch einen zweiten Senior Manager, Level meine Nummer 50. Und 60 ist dann schon
Director. So, und Director und Principal Scientist sind also ähnliche Karriere-Senioritätsstufen, haben auch ähnliche Gehaltsbänder. Und das, ja, ist dann quasi so das, wo man so hinkommen kann. Es kann natürlich noch weitergehen. Also auch als Individual Contributor kann man nach Principal Scientist noch zweimal weiter befördert werden. Heißt dann, glaube ich, Principal Scientist 2 und dann kommt, glaube ich, schon Fellow. Und Fellow ist vergleichbar mit Vice President. Also das ist dann schon sehr, sehr weit oben in der, also da gibt es dann halt auch in der 30.000-Mann-Firma wie, oder Personenfirma wie Adobe gibt es da nicht so viele von. Also Thomas Knoll zum Beispiel, der Erfinder von Photoshop, der ist ja immer noch bei Adobe. Ich habe regelmäßig Meetings, wo er auch mit dabei ist. Und das ist irgendwie ziemlich cool, mit so jemandem zusammenarbeiten zu können, der schon in den 80ern ein Produkt gebaut hat, was dann irgendwie weltverändernd war und halt immer noch dabei ist. Und das ist ein sehr, sehr angenehmer Mensch und sehr schlauer Mensch. Und der ist halt Fellow. Ne? Also das ist so die Kategorie. Der wollte nie People Management machen. Weiß ich gar nicht, oder ich weiß nicht mal, ob er es zwischendurch mal gemacht hat. Aber jetzt ist er halt Fellow, ist halt Individual Contributor. Das heißt, er programmiert immer noch oder hilft halt in der Programmierung, die richtigen Architekturen zu finden. Und ja, also das geht halt. Man muss nicht People Manager werden, um sehr weit befördert zu werden. Und das gefällt mir ganz gut. Ja, und so habe ich halt in meiner Karriere viele verschiedene Rollen gehabt. Und jetzt bei Adobe, mir ist es halt tatsächlich nicht besonders wichtig, auf welchem Karrierelevel, auf welcher Senioritätsstufe ich bin. Ich bin jetzt leider gerade befördert worden und das hat mich auch sehr gefreut, auf welcher Stufe ich jetzt bin. Aber es ist mir einfach nicht so wichtig. Also ich hatte jetzt nicht gesagt, wenn ich hier nicht befördert werde, dann gehe ich weg oder so, sondern es ist einfach die Anerkennung für das, was ich leiste, was ich tue, auch die Anerkennung dessen, wo ich Impact habe, wie viel ich beeinflusse. Und das fühlt sich richtig an. So. Und ja, mein Job als Engineering Manager ist es jetzt natürlich auch, dann die Karrieren der Leute, die an mich berichten, so nennt man das ja, also die organisatorisch bei mir aufgehängt sind. Das klingt alles so furchtbar. So, mein Team. Und da muss ich halt auch gucken, sind die richtig aufgestellt, muss ich die mal befördern und so. Und das mache ich auch total gerne, dass ich quasi, also das ist eine Art von Anerkennung. Es gibt zwar jedes Jahr eine Gehaltserhöhung, aber ab und zu muss man halt auch mal gucken, hey, du hast da eigentlich einen größeren Impact oder wenn du mal in die und die Richtung gucken würdest und dich da und da weiterentwickeln würdest, dann könntest du das und das machen. Aber es ist halt auch immer die Frage, was wollen die Leute eigentlich? Also wollen die eigentlich sich in eine bestimmte Richtung weiterentwickeln? Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich habe bei BigPoint, also es war nicht alles schlecht bei BigPoint, ich habe das vielleicht eben ein bisschen komisch ausgedrückt. Ich habe mich da tatsächlich nicht besonders wohl gefühlt, aber es gab natürlich auch sehr tolle Kollegen und ich habe auch dort sehr schöne Sachen gelernt. Der Alex, der mein Manager war, oder der Manager von meinem Manager, ich weiß gar nicht mehr, Alex Jäger, ganz liebe Grüße, der hatte damals eine Coaching-Richtung entdeckt von einem Holländer, und zwar Jürgen Apello. Der hat sich Management 3.0 ausgedacht, als Framework für, wie man Führung heutzutage machen könnte, sehr viel auf Agilität ausgerichtet. Insgesamt spannendes Buch, Management 3.0 von Jürgen Apello und die anderen Bücher, die er danach noch geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch, ich glaube, er hat seine Sachen irgendwie, ich glaube, er hat noch wieder einen neuen Weg eingeschlagen. Ich habe es aber nicht weiter verfolgt. Zumindest gab es damals eine Management 3.0 Schulung. Und da hat man so ein paar Tools kennengelernt, die man auch in der Mitarbeiterführung einsetzen kann. Und was ich heute noch benutze und sehr gerne benutze, ist Moving Motivators. Kann man googeln. Das ist so ein System, wo man mit 10 Karten gucken, welche das sind. Mit 10 Spielkarten quasi herausfinden kann, was bewegt mich eigentlich? Also was treibt mich voran, was motiviert mich? Und diese Karten sind, ich habe sie gerade auf Englisch, es gibt es aber auch auf Deutsch und da ich lieber Deutsch
sprechen möchte. Guck ich mal, wo finde ich denn die Karten in Deutsch? English Version, German. Ja, wo gibt's denn German? Finde ich gerade nicht. Ich lese es euch mal kurz auf Englisch vor. Ich kann es ja versuchen, direkt zu übersetzen. Das sind 10 verschiedene Faktoren, die einen motivieren können. Und zwar Relatedness. Also wie stark bin ich verbunden mit den Leuten um mich rum und dem, was ich tue. Status, also wie sehr wird repräsentiert, welchen Rang ich habe. Curiosity, also Neugier. Also wenn dich Neugier motiviert, dann wirst du halt besser, je neugieriger du sein kannst und je mehr du deine Neugier ausleben und befriedigen kannst. Akzeptanz, werde ich mit dem, was ich tue, es hat auch ist ähnlich wie Relatedness, aber hat mehr den Fokus auf, werde ich akzeptiert, so wie ich bin, mit dem, was ich mache. Goal, habe ich ein Ziel oder haben wir gemeinsam ein Ziel? Es gibt Leute, die sind nur dann motiviert, wenn sie ein ganz klares Ziel vor Augen haben. Andere brauchen es vielleicht auch weniger. Power, also Macht, habe ich Einfluss auf das, was passiert? Und wie viel davon? Und das sind, wie gesagt, sind alles Motivationsfaktoren. Hier gibt es kein richtig und falsch, sondern viele Leute werden halt durch Macht motiviert. Anderen Leuten ist es nicht so wichtig, wie viel Macht sie eigentlich haben, denn andere sind wichtiger. Freedom, Freiheit, vielleicht auch Selbstbestimmung, wie viel Freiheit habe ich in dem, was ich tue. Honor, Ehre, auch so ein bisschen was mit Akzeptanz, aber also da geht es halt um Auszeichnung auch und auf der Karte ist eine Medaille drauf. Mastery, kann ich besser werden in dem, was ich tue. Das ist ein ganz wichtiger Motivator sogar. Und Order. Ich werde gleich noch was zum Thema Mastery sagen, müsst ihr mich daran erinnern. Also den roten Faden muss ich mal auffangen. Order, also Ordnung. Es gibt Leute, die werden dadurch motiviert, dass alles ganz ordentlich ist und alles irgendwie in der Logik folgt. So. Und mit diesen Karten spielt man, beziehungsweise legt sie für sich hin. Und das ist eigentlich nur eine, was heißt nur, es ist eine Selbstreflexionsaufgabe und die ist total gut. Also man sortiert diese Karten erst von links nach rechts. Was davon motiviert mich am meisten oder demotiviert mich, wenn es fehlt? Also Order zum Beispiel, das letzte, Ordnung. Wenn es mich super demotiviert, wenn es unordentlich ist oder wenn Ordnung fehlt und Dinge irgendwie komplett chaotisch sind, dann ist der quasi ganz links. Das ist also ein wichtiger Motivator, dass Ordnung da ist. Wenn mir ein klares Ziel gar nicht so wichtig ist, also wenn es mich nicht motiviert oder wenn es mich nicht demotiviert, wenn es fehlt, dann kommt Ziel halt nach ganz rechts und ist halt nicht so wichtig. So bringt man diese 10 irgendwie in eine Reihenfolge. Und da gilt halt tatsächlich, es gibt kein richtig und falsch. Es gibt auch kein gut und schlecht, sondern es gibt einfach nur, fühle ich mich damit halbwegs richtig repräsentiert oder nicht. Und im zweiten Schritt schaut man sich dann diese von links nach rechts sortierte Reihe von Kärtchen an und schiebt dann nach oben und unten entsprechend dem, wie stark dieser Motivator eigentlich gerade für mich da ist. Also wenn Ordnung zum Beispiel ganz links ist, überlege ich, wie viel Ordnung ist denn gerade da? Habe ich genügend Ordnung, um motiviert zu sein? Oder fehlt hier vielleicht Ordnung und ich bin demotiviert? Und wenn es gut repräsentiert ist, schiebe ich es ein bisschen nach oben. Und wenn es schlecht repräsentiert ist, schiebe ich es nach unten. Und das macht man mit allen 10 und dann kann man so ganz gut erkennen in dem Diagramm, wenn ganz links was ist, was nach unten geschoben ist, dann ist das ein Warnsignal. Dann müsste man dann mal gucken, warum ist denn das so? Was könnte man denn ändern, um diesen Demotivator zu entfernen oder abzumildern? Und je weiter nach rechts man guckt, also je unwichtiger die Motivatoren werden,
desto weniger relevant ist das. Da geht es dann eher darum, wie stark die Ausschläge sind. Ne? Also je stärker ein Motivator fehlt, desto weiter schiebt man ihn nach unten und je stärker er da ist, desto weiter schiebt man ihn nach oben. Und da kann man jetzt mal gucken, ist hier irgendwas ganz weit runtergeschoben oder so. Aber ansonsten ist der rechte Bereich, also je weiter nach rechts man kommt, dann nicht mehr so wichtig. Man sollte halt links anfangen zu schauen, welcher Motivator ist stark da und welcher ist vielleicht weniger da. Und dann überlegen, was mache ich damit? Kann ich da vielleicht karrieretechnisch was machen? Sollte ich vielleicht eine andere Rolle, eine andere Aufgabe übernehmen? Kann ich irgendwas an den Rahmenbedingungen ändern, mit anderen Leuten zusammenarbeiten? Oder sollte ich vielleicht einen Karriereschritt zur Seite, nach links, rechts, oben, unten machen? So, und das mache ich heute noch ab und zu mit den Mitarbeitern, zumindest mit denen, die, wo ich das Gefühl habe, könnten wir mal gucken, wie es eigentlich gerade so ist. Ja, ist ein ganz, ganz nettes Tool und insgesamt gibt es bei Management 3.0 ganz nette Tools, um zu schauen, was man da so machen kann. Ja, und da wollte ich eben noch mal was zum Thema Mastery sagen. Und zwar gibt es ein sehr gutes Buch von Daniel Pink oder Dan Pink. Das heißt Drive, the surprising truth about what motivates us. Also die überraschende Wahrheit darüber, was uns eigentlich motiviert. Ich habe jetzt gerade über 10 verschiedene Motivatoren gesprochen. Und darüber hat Dan Pink ein Buch geschrieben. Und das ist wirklich sehr, sehr schön, hilfreich und gut. Und es gibt dazu ein Video, wenn ihr auf YouTube nach Drive, RSA Animate hat das Video gemacht. The Surprising Truth About What Motivates Us gibt es, glaube ich, nur auf Englisch. Ich weiß nicht gar nicht, ob es eine deutsche Übersetzung von dem Video gibt. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Animation darüber, was in dem Buch drin steht. Und da gab es also jemand, also dieser Dan Pink hat dann halt verschiedene wissenschaftliche Studien analysiert und sich für sich rausgefunden. Hier steht noch, Massachusetts Institute of Technology, also am MIT, waren ganz viele von diesen Studien. So, und da steht halt drin, Geld motiviert sehr, sehr wenig. Also natürlich muss Geld ausreichend da sein, damit es kein Problem ist. Also wenn man zu wenig Geld hat, dann ist man irgendwie gestresst und das demotiviert. Aber Motivation aus Geld passiert nur bei ganz, ganz wenigen Menschen. Und der Unterschied zwischen diesem Moving Motivators mit diesen 10 Kärtchen und diesem Drive-Buch ist, dass Moving Motivators anerkennt, dass Leute unterschiedliche Motivationen haben, die unterschiedlich ausgeprägt sind. Und bei Drive ist eigentlich die Aussage, die drei Dinge, die da sein müssen, damit Motivation da ist, sind Autonomie, also Selbstbestimmung und Freiheit. Mastery, also der Drang, besser zu werden, in einer Sache gut zu werden. Und Purpose, also einen Zweck darin zu sehen. So diese drei Sachen, Autonomy, Mastery und Purpose. Das sind so die drei Dinge, die man braucht, um gut zu werden. Und dieses Video ist wirklich sehr, sehr toll. Guck dir das mal an. Moving Motivators, das finde ich deshalb nochmal besser, weil es das ein bisschen weiter auffächert und die Individualität der Dinge. Also bei Drive heißt einfach, das sind die drei Sachen, die motivieren alle. Nein, so einfach machen sie es nicht, aber es ist so ein bisschen verallgemeinert. Es gibt sicherlich auch Leute, die durch Geld motiviert werden. Viel Geld zu haben, ist eine Motivation für viele, irgendwie Karriere machen zu wollen. Und das verstehe ich auch, habe ich auch Verständnis, weil viel Geld zu haben ist sehr angenehm, man kann sich dann viele Dinge ermöglichen und leisten. Ich glaube aber tatsächlich, dass Dan Pink recht hat, dass kein Geld zu haben halt ein riesen Demotivator ist, weil das halt Stress verursacht und Angst, Zukunftsängste und sowas. Ja. Ist übrigens ein gesellschaftliches Thema, das ich auch sehr, sehr spannend finde. In einem meiner nächsten Haltungsblöcke möchte ich mal über Armut sprechen und warum wir uns als Gesellschaft eigentlich immer noch Armut leisten. Also warum es immer noch Armut geben muss. Weil Armut im Sinne von, ich habe zu wenig Geld, um am gesellschaftlichen Leben normal teilnehmen zu können,
ist eigentlich unnötig und tatsächlich sehr schädlich für die Gesellschaft, weil es eben diese Ängste schürt. Na gut, bevor ich jetzt hier zum Kommunisten abgleite, zurück zum Thema Karriere, Moving Motivators, Management 3.0. Genau, das hilft alles sehr, für sich den eigenen Pfad zu finden. So, und wenn ihr nicht vorhabt, so wie ich, irgendwie links, rechts, überall mal zu gucken, was will ich eigentlich tun, und erst am Ende glücklich zu sein, das stimmt übrigens nicht. Ich war eigentlich die ganze Zeit glücklich. Eigentlich hat auch dieses ständige Wechseln meines Karrierepfads mich glücklich gemacht. Es führt jetzt dazu, dass andere in meinem Alter bei einer Firma wie Adobe halt schon viel weiter oben sind, also schon viel weiter in dieser Karriereleiter hochgeklettert sind. So, ich bin jetzt zwar auch nicht ganz unten, aber also vor 4 Jahren war ich halt auf einmal wieder Einstiegslevel. Da war ich erst M30, also Engineering Manager ohne Senior, und habe halt irgendwie ganz von vorne angefangen. Und das im Alter von, wie alt war ich denn? Vor 4 Jahren war ich 45. Vielleicht eher untypisch. So. Ich kannte jemanden in einer meiner vorherigen Firmen, der gesagt hat, ich bin jetzt bald 40, ich muss jetzt auch so langsam mal in der Karriereleiter ganz oben sein. Das ist lustig. Ja, aber das ist dann irgendwie, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, okay, der Motivator-Status scheint bei diesen Menschen sehr hoch gewesen zu sein. Der ist bei mir sehr weit hinten. Und deswegen war es für mich nicht schlimm. So, relativ spät nochmal so weit unten quasi anzufangen in der Karriereleiter. Aber wie gesagt, ich bin mittlerweile befördert worden, bin jetzt auch Senior und es ist alles gut. Ich werde zwar wahrscheinlich nie Director, weil das irgendwie der Weg dahin für mich jetzt noch zu lang wäre. Ich weiß es aber nicht. Man weiß es nicht und ist auch nicht so wichtig. Also die Aufgabe als Director reizt mich schon sehr, aber das, was ich jetzt tue, reizt mich halt auch und das ist alles in Ordnung. Bin sehr, sehr glücklich mit meiner Karriere und muss nicht unbedingt Director oder Vice President oder sogar im Vorstand sein. Also nach Vice President kommt bei uns noch Senior Vice President auf der People Manager Seite und dann kommt der Vorstand. Also C-Level bedeutet dann ja, CEO ist der Chief Executive Officer und das ist der oberste Chef von der Firma. Ja, genau. Das ist bei uns Shantanu Narayan und ob ich den Job überhaupt machen wollen würde, ich weiß nicht. Ich glaube, der ist sehr, sehr anstrengend und ob ich dafür die richtigen Skills hätte, weiß ich auch nicht. Ich traue mir ja immer sehr, sehr viel zu. Ich bin ja sehr selbstbewusst. Aber CEO ist, also das hat dann ja auch nichts mehr mit People Management zu tun. Also das, ich glaube nicht, dass Shantanu viel Zeit damit verbringt, seine Reports, also die Leute, die an ihn berichten, also die anderen Vorstände, David Wadhwani und so, dass er denen noch hilft, ihre Karriere. Ich weiß es nicht. Also wie viel Zeit darin fließt, ich glaube, es ist, da ist man dann nur noch so ganz high-level strategisch unterwegs und muss halt aufpassen, dass die ganz groben Züge der Firma in die richtige Richtung laufen. Ist dann sehr weit weg vom Daily Business, sehr weit weg von den Individual Contributors und sicherlich sehr, sehr spannend, aber ganz andere Art von Arbeit und wahrscheinlich nicht meine, aber das macht auch nichts. Ich muss nicht unbedingt CEO werden, schon gar nicht von Adobe. Ich glaube auch nicht, dass mir das jemals angeboten werden würde. Dafür bin ich jetzt schon zu alt auf meinem jetzigen Level. Ja, was bleibt mir abschließend zum Thema Karriere zu sagen? Wenn ihr über eure eigene Karriere nachdenkt, ist mein Ratschlag, guckt euch zum Beispiel diese Moving Motivators an. Also was motiviert euch eigentlich? Was ist euch wichtig? Ist euch wirklich Status wichtig? Ist euch wirklich Geld wichtig? Ist Neugier wichtig? Ich finde das sehr, sehr hilfreich. Lasst euch vor allem nicht von anderen Leuten sagen, was euch eigentlich motivieren sollte. Ne? Also Dan Pink sagt, ihr seid alle motiviert von Autonomy, Mastery und Purpose. Ich glaube, es ist was dran. Es ist halt irgendwie ein bisschen komplexer als das.
Sein Buch ist natürlich auch komplexer als das. Aber das ist so die Kernaussage und die finde ich auch gut. Also vor allem, weil sie sagt, Status ist nicht alles, Geld ist nicht alles. Überlegt selber, was euch motiviert. Lasst euch von niemand anders sagen, was die richtige Karriere ist. Wenn ihr Fragen habt zu eurer Karriere, fragt euch als erstes selbst, was willst du eigentlich machen? Wie willst du eigentlich deine Zeit verbringen? Ihr könnt euch natürlich auch einen Karrierecoach holen, das gibt es ja auch, als Berufsbild, also ein externer, also nicht dein Chef, sondern jemand, den du bezahlst dafür, dass er dir hilft, Karriere zu machen. Kenne ich keinen guten, ehrlich gesagt. Also habe ich noch nicht gesehen. Gibt es bestimmt auch unter euch. Ich will diese Berufssparte nicht schlecht reden. Ist bestimmt für viele Menschen auch hilfreich, das zu machen. Ich glaube aber, dass es auch andere Wege gibt und für viele vielleicht bessere Wege, als dafür Geld auszugeben. Also das ist natürlich auch ein Karrierepfad, ne? Karrierecoach zu werden. Sehr Meta. Könnt ihr natürlich, also wenn das eure Motivation ist, anderen Leuten dabei zu helfen, die richtige Karriere zu finden, könnt ihr das machen. Ihr könnt aber auch ins People Management gehen und das dann halt direkt tun und mit den Leuten, die an euch berichten, das machen. Das ist natürlich kein einfacher Schritt. Man muss erstmal die richtige Stelle finden. Muss man gucken, was muss ich denn lernen, um so eine Stelle zu bekommen. Aber es ist nicht unmöglich, das zu machen. Haben ja andere auch schon geschafft. Was ich noch viel wichtiger finde, wenn ihr im Moment auf dem Individual Contributor Track seid, also als Schaffender seid, also ohne Personalverantwortung einfach Werte schafft, dann lasst euch niemals einreden, dass der beste Karrierepfad ist, ins Personalmanagement zu gehen. Also nur weil ihr Personalverantwortung habt, seid ihr noch lange nicht besser oder höher oder reicher als Individual Contributor. Tatsächlich ist es so, dass Engineers, Individual Contributors bei Adobe einen Ticken besser bezahlt werden und auch viel leichtere Aufstiegsmöglichkeiten haben in dieser Karriereleiter als Manager. Da haben sich einige gewundert, die dann vom Engineer zum Manager geworden sind und dann gesehen haben, oh, das ist jetzt ein bisschen schwierig, irgendwie hier irgendwie noch großartig voranzukommen, weil, wie gesagt, Director werden ist schon ganz schön schwierig. Principal Scientist werden ist auch nicht einfach, aber für viele dann doch einfacher. Ja, genau. Das sollte es gewesen sein zum Thema Karriere, glaube ich. Habe ich noch irgendwas vergessen? Fußballkarriere könnte ich noch drüber reden. Aber über Fußball habe ich letzte Woche schon so viel gesprochen. Da geht es dann eher darum, für die bestmögliche Mannschaft zu spielen. Aber ich hoffe ja, dass so Leute wie Jackson Irvine zum Beispiel das gar nicht unbedingt als Karriereschritt sehen. Also Fabian Hürzler sieht das offenbar als Karriereschritt, jetzt für Brighton, Hove und Albion zu arbeiten und diese Mannschaft zu trainieren als jüngster Trainer der Geschichte der Premier League, der höchsten Spielklasse in England. Das ist ja auch toll. Also nüchtern betrachtet ist das ein Karriereschritt. Gibt ja vielleicht auch andere Motivatoren als diese Art von Karriere. Ich hoffe, dass Menschen wie Jackson Irvine das als Motivation sehen, für einen Verein zu spielen, wo man akzeptiert wird, wo man respektiert wird, wo man sich Relatedness, also wie sehr fühle ich mich dem verbunden, in welchem Umfeld ich hier arbeite. Also wenn Relatedness ein höherer Motivator ist als Status, dann wäre Fabian Hützler eher beim FC St. Pauli geblieben, wenn er sich denn related gefühlt hat. Aber ich glaube, er war gar nicht so related. Aber Jackson Irvine ist, glaube ich, sehr related. Also der ist sehr gut angekommen, eingebunden. Der kann sich sehr mit FC St. Pauli identifizieren. Und für ihn ist es wahrscheinlich einfach besser, bei uns zu bleiben und nicht zu Bayern München zu wechseln, sollten die Interesse an ihm haben. Ja, ist eigentlich ein ganz spannende Überlegung mal mit den Moving Motivators auf die Karrierepfade von Fußballern zu schauen. Da kann man sich einiges vielleicht
besser erklären. Und in der Musikkarriere, ah, da wechselt man ja nicht die Bands, um Karriere zu machen, oder? Rob Trujillo, der Bassist von derzeit Metallica. Der hat ja vorher bei Suicidal Tendencies gespielt. Und natürlich ist Metallica die erfolgreichere Band als Suicidal Tendencies, was so Plattenverkäufe und die Größe von Konzerten und so angeht. Warum hat er diesen Karriereschritt gemacht? Ich glaube, es macht auch wahnsinnig viel Spaß, bei Metallica zu spielen. Also, ich bin jetzt zwar Engineering Manager bei Adobe, aber wenn James Hetfield anrufen würde und fragen würde, hey, willst du Bassist von Metallica sein? Vielleicht würde ich dann nochmal einen Karriere-Seitenschritt machen. Also, Rob, ich verstehe das. Die Motivatoren dahinter würden mich tatsächlich nochmal interessieren. Okay. Ich schlag mal hier das Buch auf. Wir sind bei Rainer Maria Rilke im Sämtliche Gedichte in einem Band, vollständige Ausgabe, Position 2056 von 6883, also 30% im Buch der Bilder, Band 1. Und das Gedicht heute heißt Das Lied der Bildsäule. Wer ist es, der mich so liebt, dass er sein Liebesleben verstößt? Wenn einer für mich ertrinkt im Meer, so bin ich vom Steine zur Wiederkehr ins Leben erlöst. Ich sehne mich so nach dem rauschenden Blut. Der Stein ist so still, ich träume vom Leben. Das Leben ist gut, hat keiner den Mut, durch den ich erwachen will. Und werd ich einmal im Leben sein, das mir alles Goldenste gibt. So werde ich allein weinen, weinen nach meinem Stein. Was hilft mir mein Blut, wenn es reift wie der Wein? Es kann aus dem Meer nicht den einen schreien, der mich am meisten geliebt. Ist das ein Gedicht über Karriere vielleicht? Wer weiß das schon? Ich mache hier mal eine Notiz. Jetzt habe ich auf Teilen getippt. Ich wollte auf Notiz tippen. So. 5, 5, 6. Und wir kommen zu Herrn Immanuel Kant. Wir sind immer noch in der Kritik der reinen Vernunft im zweiten Band. Wir sind jetzt auf Seite B818 in der transzendentalen Methodenlehre, in der Disziplin, in Ansehung der Beweise. Bin echt schon ein bisschen aufgeregt. So irgendwie 40, 50 Seiten. Dann kommt schon das Nachwort des Herausgebers. Das darf ich wahrscheinlich gar nicht vorlesen, weil das bestimmt irgendwie urheberrechtlich geschützt ist, weil der Herausgeber wahrscheinlich noch lebt. Wer ist denn das? Der Herausgeber ist Wilhelm Weischedel. Keine Ahnung, müsste ich mal googeln, ob der noch lebt. Kann sein, dass der Teil noch nicht gemeinfrei ist. Ich könnte ihn natürlich fragen, ob ich es vorlesen darf, wenn er noch lebt. Wenn er mir die Erlaubnis gibt, dann lese ich es vor. Aber jetzt erstmal hier in der transzendentalen Methodenlehre Disziplin in Ansehung der Beweise. Interessanterweise bin ich in dem Band, gerade auf Seite 666, man gibt natürlich immer die Seitenzahlen dieses Werks an von der Originalausgabe, 818. Aber ich sehe hier gerade die 666 stehen. Da denke ich an Iron Maiden. Augen zu. Und zugehört. Durch diese warnende Anmerkung wird die Kritik der Vernunftbehauptungen sehr ins Kleine gebracht. Wo Vernunft ihr Geschäfte durch bloße Begriffe treibt, da ist nur ein einziger Beweis möglich, wenn überall nur irgendeiner möglich ist. Daher, wenn man schon den Dogmatiker mit 10 Beweisen auftreten sieht, da kann man sicher glauben, dass er gar keinen habe, denn hätte er einen, der, wie es in Sachen der reinen Vernunft sein muss, apodiktisch bewiese, wozu bedürfte er der übrigen? Seine Absicht ist nur, wie die von jenem Parlamentsadvokaten, das eine Argument ist für diesen, das andere für jenen, nämlich um sich die Schwäche seiner Richter zunutze zu machen, die, ohne sich tief einzulassen und um von dem Geschäfte bald loszukommen, das erste Beste, was eben auffällt, ergreifen und danach entscheiden.
Die dritte eigentümliche Regel der reinen Vernunft, wenn sie in Ansehung transzendentaler Beweise einer Disziplin unterworfen wird, ist, dass ihre Beweise niemals apagogisch, sondern jederzeit ostensiv sein müssen. Der direkte oder ostensive Beweis ist in aller Art der Erkenntnis derjenige, welcher mit der Überzeugung von der Wahrheit zugleich Einsicht in die Quellen derselben verbindet. Der apagogische dagegen kann zwar Gewissheit, aber nicht Begreiflichkeit der Wahrheit in Ansehung des Zusammenhanges mit den Gründen ihrer Möglichkeit hervorbringen. Daher sind die letzteren mehr eine Nothilfe als ein Verfahren, welches allen Absichten der Vernunft ein Genüge tut. Doch haben diese einen Vorzug der Evidenz vor den direkten Beweisen darin, dass der Widerspruch allemal mehr Klarheit in der Vorstellung bei sich führt als die beste Verknüpfung und sich dadurch dem Anschaulichen einer Demonstration mehr nähert. Die eigentliche Ursache des Gebrauchs apagogischer Beweise in verschiedenen Wissenschaften ist wohl diese: Wenn die Gründe, von denen eine gewisse Erkenntnis abgeleitet werden soll, zu mannigfaltig oder zu tief verborgen liegen, so versucht man, sie nicht durch die Folgen zu erreichen sei. Nun wäre der Modus ponens, auf die Wahrheit der einer Erkenntnis aus der Wahrheit ihrer Folgen zu schließen, nur als denn erlaubt, wenn alle mögliche Folgen daraus wahr sind. Denn als denn ist zu diesem nur ein einziger Grund möglich, der also auch der wahre ist. Dieses Verfahren aber ist untunlich, weil es über unsere Kräfte geht, alle mögliche Folgen von irgendeinem angenommenen Satze einzusehen. Doch bedient man sich dieser Art zu schließen, und zwar freilich mit einer gewissen Nachsicht, wenn es darum zu tun ist, um etwas bloß als Hypothese zu beweisen, indem man den Schluss nach der Analogie einräumt, dass wenn so viele Folgen, als man nur immer versucht hat, mit einem angenommenen Grunde wohl zusammenstimmen, alle übrige mögliche auch darauf einstimmen werden. Um deswillen kann durch diesen Weg niemals eine Hypothese in demonstrierte Wahrheit verwandelt werden. Der Modus tollens, der Vernunftschlüsse, die von den Folgen auf die Gründe schließen, beweiset nicht allein ganz strenge, sondern auch überaus leicht. Denn wenn auch nur eine einzige falsche Folge aus einem Satze gezogen werden kann, so ist dieser Satz falsch. Anstatt nun die Reihe der Gründe in einem ostensiven Beweise durchzulaufen, die auf die Wahrheit einer Erkenntnis vermittelt der vollständigen Einsicht in ihre Möglichkeit führen kann, darf man nur unter den aus dem Gegenteil derselben fließenden Folgen eine einzige falsch finden. So ist dieses Gegenteil auch falsch, mithin die Erkenntnis, welche man zu beweisen hatte, wahr. Die apagogische Beweisart kann aber nur in denen Wissenschaften erlaubt sein, wo es unmöglich ist, das Subjektive unserer Vorstellung dem Objektiven, nämlich der Erkenntnis desjenigen, was am Gegenstande ist, unterzuschieben. Wo dieses Letztere aber herrschend ist, da muss es sich häufig zutragen, dass das Gegenteil eines gewissen Satzes entweder bloß den subjektiven Bedingungen des Denkens widerspricht, aber nicht dem Gegenstande, oder dass beide Sätze nur unter einer subjektiven Bedingung, die fälschlich für objektiv gehalten, einander widersprechen und, da die Bedingung falsch ist, alle beide falsch sein können, ohne dass von der Falschheit des einen auf die Wahrheit des anderen geschlossen werden kann. Ja, bis hierhin vielleicht. Ich habe noch zwei Nachsätze am Ende der Episode. Einen zum Haltungsblock, weil ich vergessen habe zu sagen, wenn ihr auch unglücklich damit seid, wie die Medien mit Faschisten in Interviews umgehen, dann schreibt es denen. Das ist wichtig, dass die das hören. Ich schreibe es denen auch jetzt gleich nochmal. Und noch ein Nachsatz zum Thema Karriere. Was ich komplett rausgelassen habe, ist der Bereich Selbstständigkeit. Der Motivator dafür ist sicherlich Freiheit, Selbstbestimmung. Aber da gibt es natürlich keine Beförderung im Sinne von irgendwelchen Karriereleiterstufen. Da geht es dann eher um die Art an Aufträgen, die man bekommt, wahrscheinlich. Also für wen kann ich denn als Selbstständiger arbeiten? Wo bekomme ich meine Aufträge?
Und als Architekt zum Beispiel, was für Häuser darf ich denn bauen? So. Ja, das ist dann natürlich auch eine Art von Karriere, die man sich dann, wo man sich dann entwickeln kann. Sei es drum. Ich war nie selbstständig, deswegen kann ich das nicht sagen. Ich kann höchstens aus meiner Perspektive als Musiker oder als Podcaster sagen. Meine Podcaster-Karriere, die ist natürlich auch ganz grandios gelaufen. Wer hört dann alles meinen Podcast? Wie viel Feedback bekomme ich dann eigentlich? Was motiviert mich eigentlich zu diesem Podcast? Da ist ganz klar das Thema Anerkennung, also die vielen, vielen Zuschriften, die ich von euch bekomme, dass das, was ich hier mache, hilfreich für euch ist und euch irgendwie in den Schlaf bringt. Sei es in schwierigen Situationen oder nicht so schwierigen Situationen. Das freut mich, das motiviert mich. Das habe ich auch schon oft genug erklärt, dass es das tut. Deswegen, keep it up, schickt mir E-Mails, Postkarten. Ich liebe Postkarten. Schickt mir Postkarten, in denen ihr mir schreibt, dass das, was ich tue, wichtig für euch ist und warum. Es interessiert mich nämlich wirklich, warum, und es freut mich einfach sehr. Denn Schlafen ist wichtig, Schlafen ist gesund. Ich hoffe, ihr schlaft ausreichend viel und findet den richtigen Schlaf für euch. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.